Dann müssen wir hier irgendwo den Strom anschalten. Ich kann hier mit nichts interagieren. Der sagt mir nicht mal was, dass da irgendein Gerumpel. Der sagt mir hier generell, dass hier nicht viel zu sehen ist. Kann mich ja an die Kerzen ran. Hier muss doch irgendwas sein. Ah, gut. Genau. Kann ich mir jetzt hier schon mal die Gewehrmunition. Ja, ich kann ja gleich nachladen, dann habe ich zumindest Munition in der Tasche, falls mir. Ja, ich möchte kombinieren, ich weiß es. So. Sonst ist da nichts drin. Die Regale sind voller Weingläser. Genau, und zwischendrin Munition. Hier drin sehe ich wahrscheinlich immer noch nichts. Doch. Oh, das fehlende Notenblatt. Jetzt habe ich aber die Taschen wieder voll. Macht aber nichts. Denn bevor ich weitergehe, werde ich natürlich das Rätsel lösen, was ich jetzt gerade im Moment habe. Es wäre ja immer Schwachsinn, mir alle Rätsel zu holen, die nacheinander abzuklappern, wenn ich eh. Allerdings, was gibt es denn da oben noch? Eine verschlossene Tür und eigentlich nur, ja, eigentlich müsste das eine verschlossene Tür sein. Die Tür ist verschlossen. Ein Schildsymbol ist in das Schloss eingraviert. Das sieht doch gerade schon eklig aus da. Ich frage mich gerade, wenn dahinter jetzt zum Beispiel, nee, ich fange jetzt nicht wieder davon an. Hat ja eh keinen Sinn. Ja, ansonsten wäre das ganze Spiel innerhalb von zwei Minuten durchgespielt, höchstwahrscheinlich. Ich muss jetzt erstmal zu unserem Kistenraum. Und der Klavierraum ist ja eh fast nebenan, von daher liegt er schon wieder fast auf dem Weg. Und dann versuchen wir ein bisschen Klavier zu spielen. Aber ich war der Meinung, das war echt ein schweres Rätsel. Das war doch, ich glaube, ich musste mir mal. Musste ich mir nicht damals irgendwie Noten da aufschreiben, was das für eine Taste auf dem Klavier ist? Oder war das bei Silent Hill? Nee, das muss das hier gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Falls jemand von euch weiß, was ich meine, also wenn euch das bekannt vorkommt und ihr wisst, aha, das war ja zum Beispiel bei Silent Hill so, dass man so ein Rätsel hat und da muss man tatsächlich gucken, was ist denn das jetzt eigentlich in echt, damit ich weiß, was ich mache. In dem Sinne war das, glaube ich, ein Klavier. Dann schreibt mal bitte, ob das jetzt Silent Hill war oder sowas. Oder ob das in der Originalversion dann hier war, wenn dem hier nicht so ist. Ich laber hier schon wieder ohne Punkt und Komma, ohne Strich und Bindezeichen und es interessiert keine Sau. Laber nur Dünnschiss. Mensch, Mensch, Mensch. Ich weiß, ihr denkt euch, haltet die Fresse. Vielleicht hat Rebecca ja ein bisschen Munition für mich, das wäre mir ganz lieb. Klar. Und kann ich hier mich immer voll heilen oder was? Das ist ja schön. Thanks. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. Hier wurde jetzt das erste Mal Umbrella angesprochen. Ja, speichern könnte ich. Werde ich auch jetzt tun. Hier.
So. No, die fehlende Musik. Und das Farbband muss mal kurz vom alten Schlüssel weichen. Und könnte auch gleich mal kombinieren. Jetzt versuche ich das nochmal und gucke mal, ob alles vollständig ist, bevor wir uns näher unnötig auf den Weg machen. Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Jo, damit können wir gleich zum Flügel und ein bisschen rumspielen. Wie viele Farbbänder habe ich eigentlich noch? Hat das jetzt mal jemand beobachten können? Ja, wahrscheinlich nicht. So. Oh, 4 Stück, das ist jetzt auch nicht mehr allzu viel, aber gut, wir haben jetzt, das war jetzt, glaube ich, der 12. Speicherstand, 4 haben wir noch. Ich überlege, wie lange wir schon spielen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. Wir wollen jetzt Musik machen und da brauche ich nicht auf die Karte zu gucken. Die Fenster sind noch ganz, das ist mir eigentlich auch schon ganz unheimlich schon wieder. Ah, verdammt, verdammt. Dieses Spiel. Das ist hier wirklich Horror. Wenn er es nicht glaubt, dann kauft euch das Spiel doch. Und spielt mal selber, dann wisst ihr jetzt genau, was los ist. Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, er spielt automatisch. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Was ist, wenn ich jetzt nein machen würde? Klar. Ja. Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. So, lang genug. Wir haben noch den Rüstungsschlüssel. Vielleicht hören wir ihr noch einen Augenblick zu. Das macht sie gar nichts. Vielleicht, wenn ich jetzt Nein gemacht hätte, dann wäre vielleicht das selber Spielen gekommen. Vielleicht war das so. So, wir haben auch noch einen Schlüssel, den wir in irgendeine Tür stecken müssen. Hier ist alles Rocker. Das da war ein Helm und da brauche ich was anderes für. Ich glaube, dort ist das Bilderrätsel. Vielleicht machen wir in der Zeit dieses Bilderrätsel und gucken gleich, ob wir rechts in die Tür da können. Ihr wisst natürlich nicht, wo ich meine. Ich schon. Seid froh, dass ihr nicht in meinem Kopf seid.
Spiel der tausend Türen. Und noch eine Tür. Was wird uns als nächstes erwarten? Gehen wir doch mal durch diesen Raum. Ich glaube, das ist eine Tür. Türen. Alles verschlossene Türen. Du, warte! Du Wichser! Das kann doch nicht wahr sein. Meine Waffe ist leer, meine Waffe ist leer, meine Waffe ist leer. Ich glaube, normale Zombies, die liegen bleiben, wenn ich sie einmal getötet habe, das waren so langsame, die werden zu schnellen Zombies. Der wird sich aber nicht mehr viel bewegen können. Ey, der hatte gerade keine Beine. Oh, ein Schuss verballert. Komm, steh du auch noch auf, du. Das ist ja unglaublich hier. Komm, einer noch. Ich habe auch nur noch einen Schuss. Sterbe gleich. Ist hier ein sicherer Raum in der Nähe? Joa. Egal, was kommt. Ich hab. Ja, er ist gerade aufgestanden. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, Leute. Was ist denn hier auf einmal los? Man kann sich hier nirgendwo mehr bewegen. So, das Problem ist, ich komme durch die Tür nicht mehr zurück, obwohl genau links die Tür ist, wo ich eigentlich rein will. Wir spielen auf leicht, ja, auf leicht. Den Schwierigkeitsgrad gab's damals gar nicht. Ich nehme hier meine großen gemischten Kräuter. Ich glaube, das wäre jetzt was ganz Geiles. Aber abspeichern werde ich nicht. Dafür haben wir nichts getan. Außerdem verwenden so die Munition wieder zurück. Oh, den alten Schlüssel haben wir hier vergessen. Wir kommen leider nicht zurück. Dass er keine Axt hat oder sowas, irgendwas, um die Tür aufzubrechen. Warum lässt er sie nicht auf? Warum lässt er die Tür nicht auf? Die 100.000 verschlossenen Türen. So, ja, jetzt muss man den ganzen Weg wieder. Ah ne, warte mal, hier sind Türen. Ne, das war hier mit diesem Symbol, ne? Das war. Nee, hier kann ich rein. Super. Hat sich das doch gelohnt hier? Oh, es gibt noch mehr Türen, die ich öffnen kann. Der Schlüssel ist noch nicht weggeworfen. Oh, an dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenden Gestalten aus.